Leute, ihr kennt ja die Definition einer Grail Watch. Eine Uhr, die ihr unbedingt haben wollt, aber irgendwie es nie hinhaut und nie klappt. Und eine Uhr, die ihr immer irgendwie im Blickwinkel habt. Für mich hat es geklappt. Und ich habe das Ding hier am Arm. Legen wir los. Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Heute möchte ich mit euch über eine meiner Grail Watches sprechen. Und diese Uhr ist eigentlich sehr untypisch. Und für alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich diese Uhr schon sehr, sehr lange sehr, sehr geil finde. Das hier ist die Blancpain 50 Fathoms Bathyscaphe Chronograph in Vollkeramik. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal meine Beweggründe hinter dieser Uhr. Bevor ich aber loslege, zwei Dinge. Erstens, schaut gerne vorbei bei www.thewristguy.eu, der Online-Shop unserer Community, wo ihr die besten Accessoires, wie zum Beispiel die besten NATO Bänder für eure Uhr findet. Alle Infos findet ihr unter der Videobeschreibung. Und zweitens, dieses Video ist gesponsert von Juwelier Köck in Wien. Da habe ich auch diese Uhr her. Das ist nicht zur Verfügung gestellt, das ist meine Uhr, die gehört mir. Aber ich habe sie gekauft bei Juwelier Köck. Schaut gerne vorbei bei ihm. Vielen Dank hierbei. So, wie versprochen ist das hier die Blancpain 50 Fathoms. Oh, was sind hier? So, wie bereits versprochen ist das hier die Blancpain 50 Fathoms Wie versprochen ist das hier die Blancpain 50 Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph, Referenznummer 5200-0130B52A. Okay, Blancpain, ihr müsst an euren Referenznummern arbeiten. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43,6 mm, eine Dicke von 15,4 mm, ein Lack-to-Lack von 49,6 mm, eine Bandbreite von 23 mm, eine Wasserdichtheit von 300 Metern und verfügt über eine Keramiklünette mit Liquid Metal Inlay. Als Werk verbaut ihr Blancpain das Manufakturwerk F385 mit Inhouse-Chronographen-Funktionalität und Flyback-Funktion. Das Werk hat eine Gangreserve von ca. 50 Stunden und tickt, wie gesagt, mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde. Die Uhr hat einen Listenpreis von zwischen 16.000 und 17.000 Euro. Das ändert sich jetzt, je nachdem, wann ihr halt dieses Video seht. Okay, Leute, so viel zu den Hardfacts zur Uhr. Und die Hardfacts alleine sind schon megamäßig geil. Aber kennt ihr das nicht auch? Ihr öffnet Social Media, scrollt ein bisschen durch und seht Rolex, Blingy, Feuer, Wristshots mit irgendwelchen Diamanten-Emojis und keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht so cool und mich nervt es, denn das ist kein Uhrenenthusiasmus, sondern das ist einfach nur Angeberei. Aber für uns Uhrenenthusiasten gibt es eine neue Plattform und die heißt WatchCrunch. Für alle, die es nicht kennen, WatchCrunch ist eine neue Social-Media-Plattform von Uhrenenthusiasten für Uhrenenthusiasten, wo ihr euch komplett kostenlos anmelden könnt. Viele Influencer sind auf der Plattform, aktuell ist sie noch auf Englisch, das heißt auch mein Content wird auf Englisch sein. Aber ihr seht da sehr viele englischsprachige Uhrenenthusiasten, YouTuber, Influencer, aber auch Presse, als auch bestimmte Marken. WatchCrunch ist die Plattform, wo ihr als Uhrenenthusiast euch praktisch wie zu Hause fühlt. Schaut gerne vorbei, alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch mein Thema, was ich auf WatchCrunch geöffnet habe, seht ihr auch unten in der Videobeschreibung. Diese Uhr will ich schon seit 7 Jahren haben. Für alle, die es nicht wissen, ich habe mal im Jahr 2015 kurz gearbeitet bei Juwelier Köck, deswegen kenne ich den und habe dort ein Praktikum gemacht. Und seitdem ich dort gearbeitet habe, habe ich das erste Mal in meinem Leben diese Uhr gesehen. Und damals schon habe ich gesagt, bist du deppert? Die Uhr ist geil, die will ich mal haben. Bisheriges Problem, die Uhr kostet über 16.000 Euro. Eigentlich zu teuer, als dass du jetzt die einfach mal so zum Spaß kaufst. Aber jedes Mal seitdem habe ich mir immer beim Kauf einer neuen Uhr gedacht, scheiße, vielleicht sollte ich doch lieber die Blancpain kaufen. Wie zum Beispiel, ich habe mir gekauft eine Rolex Submariner und dachte mir, shit, für das Geld hätte ich mir fast eine Blancpain 50 Fathoms kaufen können. Danach habe ich irgendwann wieder Geld gespart, dachte mir, ich will mir jetzt eine coole Uhr kaufen. Statt der Overseas habe ich gedacht, scheiße, was ist mit der Blancpain? Es ist immer diese Blancpain bei mir im Hinterkopf gewesen, dass ich die haben will und dass ich die cool finde. Aber irgendwie hat es halt nie funktioniert. Entweder es gab keine online oder sie war zu teuer oder ich hatte gerade zu wenig Geld oder irgendwie war ich auf einem anderen Trip, dass ich irgendwie was anderes wollte. Aber ich hatte diese Uhr immer im Hinterkopf. Und jetzt erst vor kurzem habe ich mir meinen Traum verwirklicht und habe mir diese Uhr geholt bei Juwelier Köck eben. Und warum ich diese Uhr so geil finde, ist folgendes. Diese Uhr ist objektiv gesehen die wahrscheinlich beste Uhr, die du kaufen kannst. Und keine Sau kennt sie. Keiner will die Uhr haben, weil keiner kennt sie, weil Blancpain kriegt es nicht auf die Reihe, vernünftiges Marketing zu machen. Das ist hier genau das Unterschied zu zum Beispiel IWC, wo ich gesagt habe, IWC macht eigentlich geile Uhren, geiles Marketing, aber irgendwie passt immer was nicht. Bei Blancpain ist genau der Unterschied. Die Uhr ist so geil und das Marketing ist so für den Arsch, sie kriegen es einfach nicht gebacken, Hype zu generieren und den Leuten zu zeigen, was sie können. Aber
Dafür gibt es ja mich und ich wünschte, Blancpain hätte dieses Video gesponsert. So, im Zuge dieses Reviews werdet ihr sehen, warum diese Uhr mega, mega geil ist. Erstens das Gehäuse. Wir haben ja ein Gehäuse von 43,6 mm. Klingt groß, aber durch die kurzen Bandanstöße trägt sich die Uhr nicht so groß. Das heißt, ich mit meinen schmalen Handgelenken von 16,5 cm kann die Uhr sehr, sehr angenehm tragen. So, das Gehäuse ist aus Keramik. Geil. Keramik ist mega geil. Keramik ist ultra leicht. Keramik ist kratzresistent. Das heißt, diese Uhr sieht in ein paar Jahren so aus, als wäre sie nie getragen worden. Und das ist auch einer der Aspekte, die ich einfach unfassbar cool finde. Und ihr werdet auch in diesem Review merken, dass diese Uhr einfach pure Coolness ist. Beginnend, wie gesagt, mit dem Keramikgehäuse. Verarbeitet wird das übrigens von Blancpain wie Stahl. Das ist eine unfassbare Verarbeitungsqualität, die ihr in diesem Gehäuse seht. Das kenne ich sonst nur von AP und von Omega von der Dark Side of the Moon. Und das passt auch, weil auch Blancpain gehört ja der Swatch Group an, so wie Omega. Deswegen wissen die, wie man Keramik bearbeitet. Wir haben hier Kanten, die sind angliert, aber gebürstet. Die Seiten sind auch gebürstet. Eigentlich das gleiche Gehäuse, wie ich das schon mal in meinem Blancpain Bathyscape Video gezeigt hatte. Das verlinke ich euch oben, wenn ihr aufs i klickt. Das hier ist halt die Version auf Steroiden. Gehäuse beiseite, mega geil Keramikgehäuse. So, Drücker, auch aus Keramik, auch gebürstet, Chronodrücker. Krone, auch aus Keramik, auch gebürstet, sehr groß, mega easy zu greifen. Lustigerweise bei genau meiner Uhr, weiß nicht, ob das bei jeder ist, aber bei meiner ist das JB-Logo genau gerade. Das heißt, es ist perfekt zentriert und es ist nicht irgendwie schief oder so. Und es befriedigt den inneren Monk in mir unglaublich. Das, was noch Keramik ist an der Uhr, ist die Schließe. Wir haben hier eine Dornschließe und ich habe das schon mal gesagt, dass Blancpain mitunter die besten Bänder auf dem Markt macht. Meiner Meinung nach sowohl NATO als auch Segeltuch-Kautschuk und auch die besten Schließen auf dem Markt. Und das hier ist definitiv einer der besten. Wir haben hier eine Keramikschließe, die ist poliert, satiniert, richtig viel Liebe ins Detail und richtig geil passend zur Uhr. Die Lünette ist ja eine Keramiklünette mit Liquid Metal Inlay. Das heißt, das ist ein patentiertes System von Omega bzw. von der Swatch Group. Wir haben eine Keramiklünette und die wird durch Liquid Metal so mit dem Metall verschmolzen, dass es eigentlich ein Material wird, was nicht auseinandergeht. Also das Metall ist nicht irgendwie eingelassen in Keramik, sondern es ist im Keramik mit drinnen, mit reingemischt sozusagen. Keine Ahnung, was ich das bringen soll. Also da habt ihr dann auch nochmal so eine kleine Besonderheit in der Lünette drinnen. Auf 12 Uhr haben wir auch diesen Leuchtpip, weil diese Uhr ist eine echte Taucheruhr, aber dazu komme ich gleich noch. Das Ziffernblatt ist hier schwarz mit einem Sonnenschliff, aber mit einem sehr, sehr leichten Sonnenschliff. Es sieht fast schon seidig aus und dadurch kriegt die Uhr nochmal so einen richtigen Stealth-Faktor. Die Zeiger finde ich mega cool, weil sie sehr einzigartig sind. Diese Art von Zeiger habe ich noch bei keiner Uhr gesehen. Das ist so eine Art Spritzenzeiger, aber nicht spitz zulaufend, sondern eigentlich nur eckig. Das habe ich alle schon mal im Review zur ersten Blancpain Taucheruhr 3 Zeiger gesagt von mir. Aber auch hier gilt, Zeiger sind mega geil. Ein Kritikpunkt wäre nur, dass Stunde und Minute sehr ähnlich sind in Form und Länge und Breite. Das heißt, das kann man auch mal verwechseln. Ist mir persönlich zwar noch nicht passiert, aber ich habe schon oft gelesen. Aber so viel zu den Zeigern. Eine kleine Besonderheit ist mir aufgefallen. Die kleine Sekunde unten auf 6 Uhr hat eine Leuchtmasse obendrauf. Und das hat den Grund, weil das ist ein voller ISO-zertifizierter Taucher. Und eine Taucheruhr verlangt, beziehungsweise eine ISO-zertifizierte Taucheruhr verlangt, dass man immer eine Indikation hat, ob die Uhr läuft oder nicht. Das heißt, auch im Dunkeln. Das heißt, ihr müsst im Dunkeln wissen, ob die Uhr tickt oder nicht. Das heißt, der Sekundenzeiger muss irgendeine Art Leuchtmasse haben. Bei einem Chronographen ist der Sekundenzeiger aber nur sehr, sehr klein. Deswegen haben sie hier einen Lollipop-Zeiger gemacht. Das heißt, ihr habt hier einen kleinen Lollipop-Sekundenzeiger. Ein cooles Detail, was ich so noch bei keiner Uhr gesehen habe. Sonst haben wir den Chronographen-Totalisatoren und zwischen 3 und 4 Uhr ein Datum, denn ja, das hat die Uhr auch noch oben drauf. Das Coole ist, der Chronosekundenzeiger hat eine rote Spitze. Das gibt der Uhr nochmal einen Farbklecks, eine dynamische Farbe sozusagen, was die Uhr nochmal ein bisschen verjüngt und was der Uhr ein bisschen Verspieltheit, mit reinbringt, was ich mega, mega feiere. Ein Detail, was ich gut finde, der Sekundenzeiger ist an der Spitze nach unten getippt. Das ist auch etwas, das hätten sie nicht machen müssen. Das macht fast keiner. Das machen nur die Leute, die wirklich Liebe ins Detail stecken. Und normalerweise sind das nicht große Konzerne wie die Swatch Group. Aber hier sieht man bei Blancpain, die legen echt Wert auf das Produkt. Nicht auf Marketing, nicht auf die Webseite, nicht auf irgendwas, sondern das Produkt ist hier im Vordergrund. Und das ist halt mega geil.
Wir haben hier Leuchtindizes überall, die sind ein bisschen klein, deswegen bevorzuge ich den Look vom Chrono im Gegensatz zum Dreizeiger, weil hier wirkt das Ziffernblatt nicht so leer und irgendwie wirkt hier der Platz besser verwendet, muss ich sagen. Das Band ist hier das altbekannte Segeltuchband von Blancpain. Die besten Bänder im Business, da gibt es wirklich nicht viel dazu zu sagen. Segeltuch außen, innen mit Kautschuk hinterlegt, das heißt, ihr könnt mit der Uhr schwimmen gehen. Könnt mir glauben, ich bin mit der Uhr schwimmen gegangen, ich habe ein paar Reels gepostet, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr das sehen wollt. Beste Taucheruhr ever. So, und das alles kombiniert mit einem megamäßig geilen Werk, das ihr sehen könnt, wenn ihr die Uhr umdreht. Wir haben hier unten ein Saphirglas-Sichtboden und das Werk ist eines der schönsten Werke, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ja, ich habe es gesagt, ich habe schon Patek gesehen, ich habe AP gesehen, Vacheron, ich habe alles gesehen, aber Blancpain verarbeitet die Werke auf einem anderen Level. Und das ist so schade, weil Blancpain, Leute, ist einfach Haute Horologie. Blancpain könnt ihr vergleichen mit Patek in ihrer Verarbeitungsqualität eines Werkes, in dem, was sie können. Aber keine Sau beachtet Blancpain und es tut mir einfach weh im Herzen, wenn ich das so sehe. Dieses Werk ist ein Manufakturwerk von Blancpain, basierend auf dem FPG-Werk, was ihr in jeder AP-Chrono gefunden habt bis jetzt, bevor sie ihr Manufakturwerk verbaut haben. In jedem AP-Chrono fandet ihr dieses FPG-Werk drinnen. Das hat Blancpain als Basis genommen und hat es komplett überarbeitet und Vollgas auf Steroiden gesetzt. Das ist unglaublich. Komplett neu designt praktisch. Kleine Sekunde auf 6 Uhr, so wie man es kennt. Deswegen erkennt ihr auch so ein bisschen die Grundarchitektur des Werkes. Aber wir haben hier ein Highbeat-Werk. Das heißt, diese Uhr kann eine Zehntelsekunde messen. Wie eine Zenith El Primero. Ist eine Taucheruhr. Die muss keine Zehntelsekunde messen. Aber sie hat es, weil Blancpain sich denkt, fuck it, wir können es. Und wir machen es. Und da zeigen sie mal richtig Muskeln. Und bei Highbeat hört es nicht auf. Die haben ja auch noch ein Flyback eingebaut. Hätten sie auch nicht müssen. Wir brauchten ein Flyback in der Taucheruhr. Aber Blancpain sagt, können wir, deswegen machen wir. Deswegen hat die Uhr ein Flyback. Megamäßig geil. Und bei Flyback hört es auch nicht auf. Ihr habt eine Siliziumspirale. Hätte auch Blancpain nicht machen müssen. Ist eine Taucheruhr und keine Fliegeruhr, die irgendwie im Cockpit magnetischen Strahlen ausgesetzt ist. Aber Blancpain sagt, können wir? Machen wir. Dann hat Blancpain auch noch eine neue Aufhängung für die UNO-Spirale gebaut. Nämlich die UNO-Spirale ist doppelt aufgehängt auf einer UNO-Brücke. Das macht die Uhr nochmal deutlich schockresistenter als eine klassische UNO-Aufhängung. Seht ihr, auf was ich hinaus will? Können Sie? Machen Sie. Und es ist ein unfassbares Produkt, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Auch die Verarbeitung des Werkes. Es ist eine fucking Taucheruhr. Aber Sie haben das Ding veredelt, wie als wenn es eine Nautilus wäre. Ihr habt hier angulierte Kanten, ihr habt hier Perlage, was man an der Seite beim Werk sehen kann. Jede Schraube ist poliert, jede Schraube ist angliert. Sogar das Zahnrad im Chrono ist geformt wie eine Autofelge, sieht aus wie so eine Lamborghini-Felge. Und es ist nicht nur die. Ihr seht hinten im Hintergrund irgendwo noch ein zweites Zahnrad und das ist genauso geformt. Normalerweise sieht das niemand, das sieht nur der Uhrmacher, der die Uhr zerlegt. Und selbst der kriegt das Beste vom Besten. Und an alle, die glauben, das hier ist ein Rotor aus Eisen oder Tungsten oder wie auch immer. Das hier ist 18 Karat Gold, geschwärzt. Und dieser 18 Karat Gold Rotor ist auch angliert und pulverbeschichtet und gebürstet. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, was ihr dafür das Geld bekommt bei dieser Uhr. Deswegen ist es, finde ich, eine der coolsten Uhren, die man haben kann. Und keine Sau kennt sie. Die Uhr spielt nicht mit in dem ganzen Hype-Spielchen. Die Uhr macht da nicht mit. Mit der Uhr seid ihr einfach drüber. Wisst ihr, was ich meine? Ihr habt einfach nichts mit dem Hype zu tun, weil ihr habt gerade 16.000 Euro ausgegeben für eine Uhr, die nicht gehypt ist, sondern die einfach nur gut ist. Die einfach so verdammt gut ist. Schaut euch die Uhr am Handgelenk an. Trägt sich super, trägt sich angenehm, trägt sich relativ flach für das, was es ist. Ihr müsst immer noch bedenken, das Ding hat 300 Meter Wasserdichte. Und ihr könnt die Dinger auch noch unter Wasser betätigen. Und weil ich so davon schwärme, was die Uhr alles kann, weil es praktisch eine eierlegende Wollmilchsau ist, hier nochmal alles, was die Uhr kann, so als kurze Liste einfach nur. Die Uhr hat einen gekrümmten Sekundenzeiger als extra. Die Uhr hat ein Highbeat-Werk. Die Uhr hat ein Datum, einen Chronographen, ein Flyback. Sie hat ein Hacking Seconds, also Stoppsekunde. Sie hat eine freie Unruhebrücke. Sie ist antimagnetisch, hat eine vertikale Kupplung, ein Schaltrad. 300 Meter Wasserdichte, der Chronograph kann unter Wasser bedient werden, eine Liquid-Metal-Lünette, ein Keramikgehäuse, ein Sichtboden, ein mega geil dekoriertes Werk mit Goldrotor, Keramikschließe, ein Segeltuchband mit Kautschuk und sogar die Box,
ist wasserdicht. Also ich weiß nicht, was man irgendwie mehr von einer Uhr haben wollen würde, als das, was die Uhr bietet. Deswegen ist das für mich die ultimative eierlegende Wollmilchsau, die Uhr, die ihr jeden Tag immer tragen könnt, selbst im Urlaub, weil sie keine Sau kennt, aber die Uhr einfach unfassbar cool ist. Ein kleiner Kritikpunkt ist da vielleicht der Preis. Die Uhr kostet eben, wie gesagt, über 16.000 Euro. Das ist halt echt happig. Aber andererseits, wer bietet dir noch so eine ellenlange Liste an Features, verpackt in so viel Coolness, in so viel Stealth und dann auch noch in einer Uhr, die in 5 Jahren immer noch genauso ausschaut, weil sie aus fucking Keramik ist? Ich glaube, das kriegt ihr sonst nirgendwo. Na gut, Leute, das war es auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat die Uhr gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Blancpain und die Uhr lenken, weil, wie gesagt, ich schwärme schon lange von der Marke. Und damit ihr auch seht, dass ich hinter meinem Wort stehe, wie gesagt, das ist meine persönliche Uhr, das ist nicht ausgeliehen oder so. Vielen Dank an Juwelier Köck, dass ihr das für mich möglich gemacht habt. Schaut da gerne vorbei auf deren Webseite, die haben alle möglichen coolen Sachen. Schaut vorbei bei www.theriskguy.eu, denn die Uhr sieht auch noch auf einem NATO-Band geil aus. Was kann sie eigentlich nicht? Gut, Leute, genug von mir. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.